Jetzt geht's zur Immigration. 90-Tage-Report machen. Aber erstmal zum Kaffee. Ich glaube, ich hau mir mal so ein geiles Sandwich rein. Und ich habe gerade Sport gemacht, deswegen sehe ich so rot im Gesicht aus. Wetter ist heute ein bisschen bewölkt, wenn ich ehrlich bin. Aber sehen wir uns gleich am Kaffee. Gestern hat das auch wieder so ultra brutal geregnet. What the fuck ist das? Junge, Junge, Junge. Das regnet mal richtig hardcore. Da denkst du echt, jetzt die Regenzeit mal vorbei. Wir haben ein, zwei gute Sonnenuntergänge. Aber ja, nun ist auch schon wieder nur Regen. Naja, gut. Schauen wir mal, was der Tag heute so bringt. Tja, sind wir schon wieder da. Und was machen meine Minions? Meine Minions haben gerade wieder Festessen. Und dann fragst du dich immer, warum du Magenprobleme hast, oder? So, wir haben jetzt 11 Uhr. Jetzt sind wir bei der Immigration. Mal sehen, wie lange so ein 90-Tage-Report jetzt dauert. Und hier ist mal wieder richtig Randale. Junge, das ist hier wieder voll, ey. Und hier machen sie irgend so ein Fest. Naja, also film nicht. Ich filme erst wieder, wenn ich meine 90-Tage-Report gemacht habe. So, jetzt ist mein 11.07 Uhr. Also 7 Minuten hat es gedauert und jetzt kann ich den um 1 Uhr abholen, ne? Yeah. Yeah, gehen wir kurz mal Massage machen. Yeah. Aber siehst du, das ist, wenn man einen Privatagent hat. Sehr geil. Kostet fast gar nichts. Aber bevor wir unser 90 Days wieder abholen, ne, gibt es erstmal eine schöne Chicken-Suppe. So, jetzt hatten wir Massage. Was kommt jetzt? Natürlich ein Eis. Geiles Eis. Habe ich jetzt Bock drauf. Sieht auch schön sauber aus und kostet hier 40 Baht. Und so sieht das aus. Lecker. Und was hast du da? Milky. Na dann. Let's pet. Das war's. Thema erledigt. Wir haben den 90-Tage-Report erledigt und hatten dann mal schöne Suppe und ein bisschen Massage und Eiscreme und das war's. Thema durch. Mal sehen, was der Tag jetzt noch so bringt. Das ist echt Thailand only. Geil. Ja, herrlich. Mutti sucht mal wieder neue Schalen hier in so einem Laden. Das ist für Deko ja richtig cool gemacht. Was hast du jetzt gemacht für mich? Für mich? Nur mit Liebe. Wo ist denn das Fleisch? Pizza. Na, haben wir heute ein bisschen Langeweile. Guck mal, ist heute nichts los, ne? Heute ist mal richtig tot hier. Für Weihnachten hier, ey. Geil. Ich hab den Weihnachtsmann angerufen. Er sollte mir... Ui, das wird immer mehr. Alter Schwede. Ja, das sieht auch gut aus. Die Herren haben sich erstmal so zwei Currywürste geholt, ne? Damit die mal wieder zurück ins Leben kommen. So, Arno, dann lass dir das mal schmecken. Das ist auch wieder eine Currywurst. Und das sieht auch lecker aus. Ne? Ja, das sieht... Ja, sieht ihr beiden, ne? Aus. Und dann aber mit der Aussicht hier. So. Was sagst du? Top. Geil, oder? Aber ein gewaltiges Ding, ne? Und den haben wir jetzt auch so als Sahnetopf, ey. Ist aber doch noch schön geworden, ne? Guck mal. Das sieht doch mal richtig schön aus heute wieder. Wow. Ich muss wieder eine Werbung einlegen. Das sieht doch wie so ein kleines Kunstwerk aus. Beste Sandwich. Das riecht auch gut. Ja. Oh. 2 hours later. Da sind auch schon die ganzen Vögel hier. Und hier gibt's auch schon irgendwie so ein halbes Schweinchen. Und da sind die auch alle schon. Für unser Geburtstagskind da drüben. Der hat nämlich Geburtstag, der Vogel. Was ist das da mit der Kette? Also, da packt man an. Geburtstag kann man auch ein Geld geschenkt. Natürlich mal das Buffet hier zeigen, ne? Den Weltklasse-Kartoffelsalat da. Und hier gibt es natürlich eine echte, geile Gulaschsuppe. Da habe ich jetzt so voll Bock drauf. Das muss auch mal sein. Ja, und ich bin satt. Die Gulaschsuppe war geil. Und hier wird natürlich das Schwein jetzt direkt an der Straße zerlegt, ne? Ja, das sieht auch lecker aus. Guck mal. Und dann macht er hier den hier. So muss das sein. So, Geburtstagsparty ist vorbei, aber ich zeige euch jetzt nochmal das geilste oder eins der geilsten Hotels hier in Pattaya. Schaut euch diesen Tempel mal an. Boah, das ist echt mega toll. Oh, ich habe wieder mega gesagt. Wow. Ich glaube, da haben die in den Zimmer so viele Knöpfe, da bist du komplett verwirrt. Grand Central Point. Geiles Teil. Alarmhotel.